In der Hauptstadt der sozialistischen Sowjetrepublik Georgien in Tiflis tauchte zur Glanzzeit der atheistischen 60er Jahre ein wunderlich verschrobener Mönch auf. Er lief manchmal in Lumpen umher oder auch mit Hut. Dann sah man ihn Almosen an die Armen verteilen. Und in den Straßen predigte er das Christentum. Mit lauter Stimme rief er die Menschen zur Buße auf. Sein Name war Vater Gabriel, auf Georgisch Mama Gabrieli. Vater Gabriel ging oft mit einem Schild vor der Brust. Der Mensch ohne Liebe ist wie ein Krug ohne Boden. Er trug stets so eine kleine undichte Kanne bei sich, mit der er die Leute beobachtete wie durch ein Fernglas. Gläubige erkannten sofort, Vater Gabriel Urgebatze ist ein Mann Gottes und kamen zu ihm um Rat und Gebet. Offiziell wurde er als psychisch krank befunden, erhielt ein Attest. Er war auf der Krankenliste, bekam eine Rente und man verschrieb ihm Medikamente. Ich habe dann oft diese Medikamente abgeholt, weil es notwendig war. Die Kirche, in der die Reliquien der heiligen Shushanik aufbewahrt sind, wurde damals als Theater benutzt und er ging hin und beschimpfte alle mit den schlimmsten Worten. Sie können sich nicht vorstellen, welche Worte er benutzt hat. Er konnte es einfach nicht ertragen. Man hat ihn weggejagt. Der Verrückte, was der da wieder treibt. Er beschwor sie, wie könnt ihr im Gotteshaus Theater aufführen? Das ist Gotteslästerung. Ich war besorgt, sagte zu ihm, was tust du da, man wird dich verhaften. Nein, Emma, sie starrten nur wie eine Säule. Er predigte unablässig den Herrn, auch im Kreise der Nachbarn, ging zu ihnen nach Hause. Einige waren solche Atheisten, die trieben ihn nur umher. Und er sagte, was tut ihr da? Glaubt, glaubt an den Herrn. Er ist der Einzige, der von jeher war, ist und für immer sein wird. Städtischer Verrückter oder ein großer Eiferer. Für alle, die auch nur jemals Vater Gabriel begegnet sind, war die Antwort eindeutig. Denn der Altvater hatte die Gabe, durch die Menschen hindurchzusehen, kannte ihre Vergangenheit und Zukunft. Und vor allem war er ein Krug ohne Makel, ein Mann von Liebe erfüllt. Im berühmten Parlamentsgebäude von Tiflis, dem ehemaligen obersten Staatsrat, fanden alle für Georgien fatalen Ereignisse statt. So auch der erste Aufruhr während der Mai-Demonstration hier auf dem Rustaveli Boulevard im Jahre 1965, an dem Vater Gabriel Urgebatze maßgeblich beteiligt war. Hier hing ein großes Bild, ein Porträt von Lenin. Und Vater Gabriel gelang es, an die Rückseite dieses Porträts zu kommen. Er begoss das Porträt mit Petroleum, zündete Streichhölzer an und verbrannte es. Und so entfachte eine Feuersbrunst dieses Lenin-Porträt. Sogar die Lämpchen rundherum begannen zu explodieren. Das war ein solcher Lärm, sodass die damaligen Machthaber völlig außer Fassung gerieten. Sie dachten, es wäre eine Art von Terroranschlag. Dann rief man sogleich das 8. Regiment herbei, das sich in der Nähe aufhielt. Das war die damalige Spezialeinheit. Damals, am 1. Mai, kam meine Schwester Giulietta zu Besuch und sagte, ihr habt keine Ahnung, was da auf dem Rustaveli Boulevard vor sich geht. Da hat jemand das Porträt von Lenin in Brand gesetzt. Oh, was du nicht sagst, kam von mir. Und beim Täter handelte es sich um unseren Bruder Gabriel. Dann erreichte das 8. Regiment die Demonstration und Vater Gabriel predigte gerade laut von der Tatsache, dass Ruhm nicht Lenin gebührt, sondern unserem Herrn im Himmel, von dem allein uns der Geist gegeben ist. Der Geist, der uns der Ewigkeit näher bringt. Und so haben sie ihn dann auch ergriffen während dieser Predigt und verhaftet. Gerade noch vor ein paar Jahren versprach Chruschtschow, dem sowjetischen Volk den letzten Priester zu zeigen. Und da taucht ganz plötzlich am äußersten Rande des Reiches ein einfacher georgischer Mönch auf, der öffentlich atheistische Götzen zerstört. Ein Porträt desjenigen, der der Inbegriff der Lebenden sei. Moskau verlangte die Erschießung. Er war froh, dass er seine Furchtlosigkeit zeigen konnte. So wie in den ersten Jahrhunderten die Götzentempel zerstört wurden, so zerstörte auch er seinen Tempel. Am denkwürdigsten Festtag der Heiden zerstörte er ihr Idol. Während des Verhörs im KGB sagte Vater Gabriel, dass es nicht zulässig sei, eine Person anzubeten und dass man anstelle von Ehre sei Lenin immer schreiben sollte, lobet den Herrn Jesus Christus.
Die Regierung verfügte über unterirdische Schächte. Dort wurde er für eine Weile festgehalten. Danach erzählte er uns, dass Shevardnadze mit seinen Genossen ihn in der Nacht um 12 aufsuchte, als es keiner sah und niemand wusste, ihn aufweckte und fragte: Was bist du für ein Mensch? Was hast du da getan? Warum hast du das getan? Und er hat versucht, ihnen diese kleine Flamme, die Gabe des Heiligen Geistes, in die Herzen zu übermitteln. Und ich denke, dass es ihm auch ein wenig gelungen ist, da sie den Eindruck bekamen, dass dies ein außergewöhnlicher Mensch sei und man ihn nicht erschießen sollte. Bringen wir ihn lieber ins Irrenhaus. Die Verrückten sind den Verrückten nichts schuldig. Er wurde in eine Irrenanstalt gebracht. Das Los vieler Dissidenten und liberal denkender Menschen. Man begann ihn dort zu quälen. Sie haben ihn lange Zeit traktiert, konnten ihn aber nicht brechen. Und als er dann entlassen wurde, kam er noch erhabener heraus. Und in seiner Geistlichkeit gefestigt, setzte er die hohe Kunst der Askese fort. Mit der Diagnose psychopathische Persönlichkeit glaubt an Gott und an Engel, bekam Vater Gabriel eine Art Freibrief, aber die Strafe war für ihn damit nicht zu Ende. Aus Loyalität an die Behörden schwor die Kirchenhierarchie dem Dissidentenmönch ab. Viele Jahre war es dem Mönchpriester versagt, Gottesdienst abzuhalten, nicht einmal das heilige Abendmahl war ihm erlaubt. Als er in die Kirche trat, wurde er seines Mönchgewandes wegen zurückgedrängt. Und er erflehte sehnlichst die heiligen Gaben. Es blieb sein Traum, sie haben ihn nicht zugelassen. Und wie oft hat er geweint? Wie oft habe ich ihn mit bitteren Tränen trauern gesehen? Von den vielen Prüfungen in seinem Leben war dies die härteste. Er konnte für Tage ohne Essen sein oder für Jahre ohne ein Bett, aber ohne die Kirche leben, das konnte er nicht. Er ging in alle Dörfer, wo noch Ruinen von Kirchen waren, und versuchte, diese Kirchen mit Kraft seiner eigenen Hände wieder aufzubauen. Und er hat eine Vielzahl von Kirchen wieder hergerichtet mit seinen eigenen Händen und ganz ohne Bezahlung, denn Geld, das hatte er niemals bei sich, seine Taschen waren völlig leer. Noch lange bevor er Mönch wurde und seinen neuen Namen bekam, hat der junge Goderzi Urgebadze aus Tiflis das kirchliche Leben geliebt. Er sitzt im Hof und baut aus kleinen Steinchen eine Kirche auf, nimmt dann meine Puppe, setzt sie geradewegs inmitten hinein und sagt Ikonochka. Als Jugendlicher entschied er sich endgültig, sein Leben Gott zu widmen und lehnte rundweg ab, zu heiraten. Als er in die Armee eintrat, war in seinem Kopf schon nichts anderes außer Gott gewesen. Seine ältere Schwester Emma und die jüngere Giulietta erinnern sich genau, wie Goderzi im Hof der Familie seine eigene kleine Zelle baute und dort Wohnstatt nahm. Seine Zelle war in der Art einer typisch georgischen Tachta, Couch ohne Lehne, wie ein niedriger länglicher Tisch, ja, ein handgefertigter Holztisch. So hat er sich offenbar seine eigene Tachta gemacht. Er war ein Asket, wahrscheinlich nicht geringer als die Altväter vom Berg Athos. Wenn meine Mutter ihm leise und unbemerkt eine Decke oder ein Kissen in seine Zelle legte, damit er sich nachts zudecken konnte, sahen wir, dass Decke und Kissen bald darauf schon im Hof landeten, sobald er nur zurück in seine Zelle kam. Mit 26 Jahren nahm er das Mönchgelübde an und wurde Vater Gabriel. Im Hof begann er aus Schrott und improvisierten Materialien neue Konstruktionen zu bauen. Und in ein paar Jahren hatte er damit eine echte Kapelle errichtet. So hat jetzt die Urgebadze-Familie ihre eigene ungewöhnliche Hauskapelle. Tritt man ein, sind überhaupt keine Wände mehr sichtbar, denn sie sind komplett mit den Ikonen bedeckt, die von den Müllhalden der Stadt gerettet waren. Er streifte über die Deponien, nimmt einen Stock, eine Kappe und einen alten Mantel und macht sich auf zur Deponie und sagt uns, er sei wieder auf der Müllkippe gewesen.
Und wir sagen, Gabriel, was machst du denn da? Wir haben doch alles zu Hause. Doch er hat von dort, von diesen Deponien, solch wunderbare Ikonen mitgebracht. Dann hatte er eine Art Werkstatt gehabt, geht auf die Deponie, bringt diese Ikonen nach Hause und restauriert sie. Restauriert, stellt sie wieder her. Und sie verwandeln sich wie ein echtes Wunder Gottes, diese Ikonen. Es ist wirklich wahr, ein Wunder Gottes, jede einzelne Ikone. Er war den ganzen Tag auf der Suche nach diesen Ikonen. Die Nachbarn haben ihm auch welche gebracht. Dann hat er sie eigenhändig gereinigt. Ich lief schon als Junge öfter von der Schule weg und kam zu Vater Gabriel. Und als ich einmal wieder zu ihm ging, sah ich, dass seine Augen vor Aufregung funkelten. Er erzählte, dass er schon am frühen Morgen aufwachte und irgendeine Kraft ihn von zu Hause weglaufen ließ, ungewiss wohin. Er lief und lief und fand sich plötzlich auf der Deponie wieder, als gerade in diesem Augenblick der Müllwagen ablud und er sah, wie aus der Maschine mitsamt dem Müll eine Ikone der iberischen Gottesmutter herausfiel. Er fing sie in der Luft auf und es war gerade diese einzige Sekunde, in der es möglich gewesen war, diese Ikone zu retten. Sonst wäre sie unwiederbringlich unter einem Haufen von Abfall begraben gewesen. Die sowjetischen Behörden haben wiederholt gefordert, die behelfsmäßige Hauskapelle zu zerstören. Einmal bat sogar der örtliche Bischof, Vater Gabriel, wenn auch nur, den Turm zu entfernen. Darauf erwiderte ihm der Mönch, gut, unter der Bedingung, dass auch nur Sie Ihr Gewand ablegen. Hier sehen Sie Nikolaus II., ich sagte zu ihm, verbirg diese Fotografien. Die Kommunisten sehen das und du bekommst Ärger mit den Behörden. Nein, Emma, sie müssen wie Ikonen hängen. Nikolaus ist heilig, seine ganze Familie ist heilig und die Bolschewiki haben sie umgebracht. In seiner anmutigen, selbst errichteten Kapelle hat Vater Gabriel für sich selbst einzig diese eine dunkle Ecke erkoren. Hier grub er ein Loch und schlief oft darin auf dem kalten, feuchten Boden. Er tat uns sehr leid, es war schmerzhaft anzusehen, wie er sich folterte. In den 80er Jahren nahm Vater Gabriel Bleibe im Frauenkloster St. Tavro im Herzen des alten Xzeta. Die Schwestern staunten lange über seine Exzentrik, bis sie darin die besondere Herausforderung des Altvaters zu sehen vermochten. Vater Gabriel kam und begann, sich im Hühnerstall einzurichten. Es war Spätherbst bereits, November vielleicht, und große Ritzen zwischen den Brettern, riesige Spalten und überall Hühnerkot. Er begann dort zu leben und wir hatten keine Ahnung, ob ihm kalt war oder er Hunger hatte. Er war wie nicht von dieser Welt. Im Winter ging er barfuß durch den Schnee, schrie mitunter oder hat jemanden zurechtgewiesen. Von ihm ging eine besondere Energie von tiefer Zuneigung aus. Er liebte alle und er war in keinen Rahmen zu stecken. Er verlangte auch immer von uns Nächstenliebe und Ausdruck des Herzens. Er konnte Jesus Abbild küssen, wenn er ihn auf dem Bildschirm des Fernsehers sah. Zum Beispiel war da ein Film über Jesus Christus, so ging er direkt auf den Fernseher zu und hat ihn geküsst. Als Erziehung der Nonnen war ihm eine eigene harte Methode zur Lehre der Demut zu eigen. So war er harsch im Wort mit den Schwestern oder ließ sie vom schmutzigen Geschirr essen und trinken. Ich fand ihn sehr seltsam. Er hat sich überhaupt seltsam benommen. Hat oft geschrien, geflucht, war betrunken. Aber selbst wenn er fluchte, waren seine Augen von Liebe erfüllt. So war es nie furchterregend mit ihm und man wollte immer in seiner Nähe sein. Er gab zum Beispiel nie Frieden. Auch wenn freie Zeit war und ich mich hinsetzen konnte und lesen oder beten, da platzte er plötzlich herein, wollte eine Suppe gemacht haben oder dass man sich um irgendwelche Gäste kümmern sollte. Der Altvater nahm Schwester Theodora mit nach Tiflis, um zu betteln. Er begann, um Geld zu betteln, zu schnorren. Danach hat er mir das erbettelte Geld in die Hand gedrückt. Und plötzlich sah ich vor mir irgendwelche bekannten Gesichter und konnte darin einen Schrecken ablesen, den sie in den Augen hatten. Den Ausdruck, mit dem sie mich wahrscheinlich als abnormal ansahen. Schon als ich damals ins Kloster ging und dass ich jetzt auch noch um Geld betteln würde,
Er konnte danach das Geld den Armen geben. Er hat nie dieses Geld in seinem eigenen Besitz behalten. Als wir dann ins Taxi stiegen, dachte ich, dieser Fahrer weiß nicht, worauf er sich eingelassen hat und was ihn erwartete. Er konnte damit schockieren, etwa überhaupt nichts dem Taxifahrer zu geben oder konnte auch 50 Mal so viel bezahlen. Vater Gabriel tauchte in der Hauptstadt zuweilen barfuß und zerlumpt auf, dann wieder mit Kupferdiadem auf dem Haupt. Er sagte, wenn alle über mich lachen, kann ich sehen, dass ich ein Nichts bin. Aber der Irrsinn war nur eine Narrerei in Christo des Altvaters. Während der Karwoche war aus seiner Klosterzelle inbrünstiges Weinen zu hören. So selbstvergessen vermochte er zu beten. Es wird gesagt, dass er sich während des Gebets bis zu 40 bis 50 Zentimeter in die Luft erhob und dass von ihm ein Licht ausging. Die Gläubigen verehrten Altvater Gabriel als großen Asketen und kamen oft zu ihm wie zu einem lebendigen Heiligen. Alle Gäste empfing der Altvater an gedecktem Tisch und beim Essen war auf jeden Fall der Professor, der vom Vater sogenannte Rotwein, anwesend. Gleichzeitig hat Vater Gabriel selbst fast gar nichts zu sich genommen. Er konnte mit ein paar Krümeln Zucker am Tag auskommen. Sie sagten zu Vater Gabriel, essen Sie doch auch etwas. Und er sagte, ich esse hier auf andere Weise. Und er wurde von Liebe satt. Und er sagte, dass wir uns von Liebe ernähren sollten, der Liebe Gottes und nicht nur von Nahrungsmitteln. Metropolit Daniil widerfuhr es, unmittelbar nach seinem Mönchgelübde an den Festtisch von Vater Gabriel geladen zu werden. Unmittelbar nach meiner Einkleidung zum Mönch rieten mir die Nonnen an, im Kloster Samtavro zu verweilen, um dort einige Tage im Altarraum zu beten. Doch Vater Gabriel kommt dazu und sagte zu mir, komm mit, lass uns einen trinken gehen. Sie riefen entsetzt, wo um Gottes Willen führen Sie ihn hin? Ich kam nicht umhin zu gehorchen. Ich habe zwar nichts getrunken, ging aber heraus aus dem Altarraum und saß mit ihm zusammen. Ich spürte, dass mit ihm zu sein bedeutete, mit Gott zu sein und dass es dem gleichkommt, im Altarraum zu sein, denn er war von einem immensen Glauben erfüllt. Das Volk erleuchtet nur der Hirte, sein sittlicher Held. Der Film Die Reue des Regisseurs Tengiz Abuladze wurde im Jahre 1984 gedreht. Nur im georgischen Kino konnte noch vor Beginn der Perestroika ein solcher Satz verlauten. Warum eine Straße, wenn sie nicht zur Kirche führt? In diesem Kultfilm spielte David Georgiani die Rolle eines Künstlers, der gegen die Zerstörung der Kirche protestierte. Der Schauspieler befand sich auf dem Weg seiner geistigen Suche mehrmals im Turm des Klosters, der Zelle von Vater Gabriel. Ich kam aus Tiflis, um Altvater Gabriel zu treffen. Kaum hatte er mich gesehen, da fing er sofort an zu weinen. Er schluchzte und dicke Tränen, die in Strömen flossen, konnte man sogar auf den Boden tropfen hören. Was ist passiert, Vater? Fragte ich. Söhnchen, du stirbst bei mir. Er umarmte mich und führte mich in seine Zelle. Er hatte die Gabe, Gedanken zu lesen. Ich wollte damals immer und überall Gerechtigkeit, musste allen ständig irgendwas beweisen, argumentierte und zauderte unausgesetzt und er nahm sich an jedem Tag viel Zeit für mich, um mit mir zu reden, wies mich an und lehrte Demut. Otar Nikolaischwili war seit langem in eigener Initiative mit der Heiligsprechung von Vater Gabriel beschäftigt. So publizierte er Sammlungen von Erinnerungen über ihn und dessen Porträts, die bisweilen sehr an Ikonenbildchen erinnerten. Otar war viele Jahre lang der geistige Sohn des Altvaters und war selbst Zeuge eines Wunders. Eines Tages saßen wir wieder einmal mit Vater Gabriel ins Gespräch vertieft. Da sagte er unerwartet, komm, lass uns zum Kloster Matkopi fahren. Auf der Stelle. Ich sagte, Vater, der Wagen ist nicht in Ordnung. In die Berge hinauf wird er es definitiv nicht schaffen. Er bestand darauf, so machten wir uns auf den Weg. Und als die steilen Hänge begannen, merkte ich, wie der Wagen verlangsamte und hörte Vater Gabriel sagen, mein Sohn, nur einfach nicht zurückblicken, auf dem Rücksitz sitzt der heilige Antonius von Matkopi. In dem Augenblick schoss das Auto mit voller Geschwindigkeit
Geschwindigkeit nach vorn bergauf. Ich musste sogar auf die Bremse drücken. Wir flogen regelrecht. Als wir dann das Klostertor erreichten, kam der Motor abrupt zum Stillstand. Im Kloster waren zu dieser Zeit bewaffnete Männer aus den Nachbardörfern eingefallen. Altvater Gabriel trat vor sie hin, zielt auf mich. Das brachte die Banditen zu Verstand und sie fielen allesamt auf die Knie vor ihm. Vater Revers dient heute als Beichtvater in einem Frauenkloster. Irgendwann einmal war er glücklicher Familienvater. Seine Frau erwartete gerade den ersten Sohn, als Altvater Gabriel ihr Heim aufsuchte und ihnen die Zukunft prophezeite. Vater Gabriel segnete uns und fing plötzlich an zu weinen. Wisst ihr, sagt der Altvater, nach 12 Jahren trennt ihr euch voneinander. Wir waren schockiert. Meine Frau fing auch an zu weinen. Vater Gabriel sagte ihr die Geburt einer Tochter voraus, 2 Söhne und noch einer Tochter, überlegte dann kurz und korrigierte. Nein, eine zweite Tochter wird es nicht mehr geben. Genau so hat er es gesagt. Und wirklich wurde erst ein Mädchen geboren, dann ein Junge, ein weiterer Junge. Und als meine Frau bereits ihr 4. Kind erwartete, war ich froh, dass die Weissagung von Vater Gabriel sich nicht bewahrheitete und wir weiterhin eine glückliche Familie sein würden. Aber sie erlitt eine Fehlgeburt und später, genau nach 12 Jahren, waren wir geschieden. Seine prophetische Gabe und Kraft des Gebetes waren außergewöhnlich. Vater Gabriel hat auch die globalen Erschütterungen vorhergesagt, die das Land in den 90er Jahren heimsuchten. Predigte auf Kundgebungen, rief zur Umkehr auf und schrie auf Plätzen, dass Georgien im Blut ertrinkt. Die Menschen glaubten an ihn. Er konnte in die Kirche gehen und mit seinem Weinen die Gebete, ja gar den Lauf der Liturgie anhalten. Er sagte, wir müssen weinen, alle auf die Knie. Und alle gehorchten ihm. Eine besondere Kraft war ihm eigen. Ich fragte einmal, in der Regel tragen Altväter ihr ganz eigenes Kreuz. Welches Kreuz ist es, das sie tragen? Er antwortete, mein Kreuz ist ganz Georgien und die Hälfte von Russland. Aber jeder seiner Predigten war immer das Wesentliche zu eigen, nämlich die Tatsache, dass in der letzten Zeit die Menschheit allein die Liebe rettet. Stellen wir uns vor, wir wären mitten im Wald im Winter und in der Ferne sehen wir ein Feuer. Um uns zu wärmen, müssten wir diesem Feuer näher kommen. Und so ist das mit der Liebe. Wir müssen uns Gott annähern. Und in dem Maße, wie wir uns Gott annähern, werden wir erwärmt und von der Liebe erfüllt. Der Heilige Geist weilte in ihm. Dieser Geist, wissen Sie, wie man ihn fühlen konnte. Er fand Ausdruck im Wesen seiner Worte. Ich spreche jetzt beispielsweise, doch Sie haben kein besonderes Gefühl dabei. Aber wenn er sprach, war es ein lebendiges Wort. Eine Flamme des Wortes kam aus seinem Mund. Und als ich zu ihm in seine Zelle kam und er mit mir sprach, blieb ich die ganze Zeit stehen, weil ich das Gefühl hatte, dass der Heilige Geist zugegen war. Wie konnte ich da sitzen? Verstehen Sie das? Der letzte Tag des irdischen Lebens des Altvaters war der 2. November 1995. Nach seinem letzten Willen wurde der Körper in eine Reisigmatte gewickelt und in das Grab abgesenkt. Altvater Gabriel fand den letzten Frieden im Kloster St. Tavro, wo die heilige Nina gewirkt hatte, die Erleuchterin von Georgien. Als Lohn für Hingabe und Glauben gewährte der Herr Altvater Gabriel auch nach dem Tod ihm zu dienen. Seinem Grab mit den Lichtern darauf ist eine wundersame Wirkung zu eigen. Sie vermag Menschen von Krankheiten zu heilen, denen gegenüber die Medizin machtlos ist. Vano Zilikishvili kam im Jahre 2003 ins Krankenhaus. Seine Leberfibrose und Hepatitis C haben die Ärzte als unheilbar diagnostiziert. Auch europäische Kliniken bestätigten das Todesurteil. Meine Analysen kamen aus Deutschland, aus Berlin, dann Werte aus England. Und das Einzige, was der Arzt dazu sagte, war, lasst ihn in Ruhe noch ein paar Tage leben. Eine Woche später wurde Morphium verabreicht. Die Schmerzen waren unerträglich geworden. Ich konnte nicht mehr. In Erinnerung an die schlimmsten Tage seines Lebens beunruhigt sich Vano und spricht weiter auf Georgisch. So wurde ich zum Sterben nach Hause geschickt. Meine Familie beschloss, mich ans Grab von Vater Gabriel zu bringen. Der Weg vom Tor des Klosters St. Tavro bis hin zum Grab zog sich etwa eine halbe Stunde. Ich konnte kaum meine Füße nachziehen. Die Äbtissin brachte ein Röhrchen mit dem unvergänglichen Blut von Altvater Gabriel und bekreuzigte mich damit, berührte damit verschiedene Teile meines Körpers. Ich habe eine solche Gänsehaut bekommen. Ich dachte, es ist vorbei, das ist das Ende. Aber nach etwa 5 Minuten konnte ich allein ohne fremde Hilfe das Kloster verlassen.
10 Tage später ging ich wieder zur Untersuchung. Die Ärzte weigerten sich schier, ein solches Ergebnis anzuerkennen. Hier sind meine Analysen als hoffnungslos Kranker, hier absolut normale Werte, die sich bis heute nur verbessern. Vater Gabriel hat ein echtes Wunder über mich gebracht. Vielleicht geht die Geschichte von Wano ja in die neue Sammlung von Kurzberichten der Gläubigen über das asketische Leben von Altvater Gabriel ein. Vergleichbare Zeugnisse haben sich bereits in unzähliger Weise in Georgien und auch im Ausland angesammelt. Am 20. Dezember 2012 hat die georgisch-orthodoxe Kirchensynode Archimandrit Gabriel Urgebaze seinen rechtmäßigen Platz unter den Heiligen befohlen. So sind alle erstaunlichen Begebenheiten aus dem Leben des Altvaters, wie die Rettung der weggeworfenen Ikonen aus dem Müll und auch der Bau der Kapelle aus Schutt sowie die Verbrennung des Lenin-Porträts und seine Predigten auf öffentlichen Plätzen, all dies ist nun zum Zeugnis eines einzigartigen Heiligenlebens, des Narren in Christo von Tiflis geworden.